für uns am meisten wert ist. Und ich glaube, Es kann auch das sein, dass die ist. Seraphim waren, ne? Also lass uns erstmal beginnen mit einem Nidaban. Ja, Da Nidadiana reden. ist das safe. Ja. Und wenn die dann Seraphim gebannt haben, dann können wir nochmal schauen. Ich meine, Varus ist ja auch zum Beispiel ein Pick, über den wir noch gar nicht geredet haben, weil den ihr ADC spielt es literally nicht, ne? Trink. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die. Die haben halt tatsächlich einen Game Senna AD Carry gepickt mit Thresh. Und die hat richtig gecarried, aber ist, glaube ich, einfach nicht gut. Ich Glaube ich auch glaube, das nicht. war einfach nur, weil die besser waren als die Gegner. Senna Seraphim wäre eine richtig sicke Lane, wie gesagt. Aber das lassen wir ja nicht zu. Also wir bannen jetzt Diana und wenn die dann jetzt nicht Seraphim bannen, bannen wir Thresh. Wenn die dann Seraphim bannen, first picken wir Urgot. Wenn die nicht Seraphim bannen, first picken wir Seraphim. Ja, ich denke, das ist das Beste. Was picken wir into Top Lane Urgot? Ryze oder Na. Was ist der letzte Ban von uns? Der letzte Ban ist jetzt Thresh und wir first picken Seraphim. Und wenn die Seraphim bannen, first picken wir Urgot. Oder Lee Sin. Ja. Up to discussion. Aber Lee Sin ist halt schlecht into Urgot, also probably Urgot. Und was ist, wenn Seraphim, Urgot, Lee Sin und Yone offen sind? Yone Ja, ist nicht dann. contested. Doesn't matter. So. Und die Leute, die dann Yone einfach so picken, die roffelstompe ich halt komplett raus. Also, wir haben mittlerweile 33% Münche auf ein paar Games. Das heißt, Seraphim First Pick. Ja. Die werden Urgot Lee Sin kriegen. Und da müssen wir schauen, wie wir das ausgleichen. Ja, also Ryze ist super, super gut into Urgot. Ist gut. Nice, dann haben wir guten Counterpick schon direkt. Perfekt. Sind wir halt, ich kann halt nichts mehr AD Mitte spielen. Wir können Ryze, glaube ich, nicht picken. Das Seraphim ist Problem auch immer dann noch auch. Flex, ne? Ja, dann sind wir aber sehr AP-heavy. Achso. Ja, wir können Seraphim Mitte und dann Ja, Ryze true. Deswegen meine ich, also. Ich kann AD Jungle. Oh Gott. Was ist jetzt unsere Rotation, wenn sie hier die gehen? Ryze und. Jungle, würde ich sagen dann. Ja. Was ist mit Ryze Volibear? Ja, Das ist halt die Frage, Volibear. was gut in Tully Sinn ist, ne? Ja, Volibear ist gut. Also Ryze Volibear für dich. Ja, Ja, würde dann ich ist auch das führen. theoretisch ja auch immer noch Triple Flex so auf Wir können 4K. trotzdem noch ein bisschen drüber reden, ne? Ja, also ich glaube, Volibear ist safe, ne? Ja, Volibear ist Glaubst der. du? Ich glaube, Volibear ist der Ryze ist beste safe. Aber Jungler mach für mir Ryze. into. Also Ryze ist auf jeden Fall Top Lane super gut gegen Urgot. Ja, dann mach Volibear, wenn Phil so confident ist, dass das hier Best Pick ist. Ich fick erstmal. Es war auch bisher, finde ich, in den Scrims ja mit Abstand best performender Jungler für uns. Ja, safe. Es gibt noch Xin Zhao. Finden wir Der auch wäre safe. AD. Da haben wir null Games drauf. Ja. Aber Volibear ist hier nice. Okay. Volibear in Lee Sin ist gut. Du wirst es tun mit Volibear Seraphine ist wahrscheinlich ziemlich weak, ne? Echt? Nö, würde ich nicht sagen. Hey, das ist mega geil. Sehe ich nicht. Wenn der Midlaner wird halt ein Control Mage spielen, dann haben die Lee Sin plus Control Mage. Ja, wahrscheinlich finde ich Voli einfach zu schlecht. Vielleicht ist er halt Ja, wer besser. willst du hier Seraphine Mitte spielen, Into Victor? Ich glaube, ich kann jedes Control-Match-Matchup Ich glaube, es spielen. wäre doch fein, da einfach gegenscalen. Also, er Man spielt scaled halt AD, auch free, ne? ne? Ist halt Victor Late Game. Ja. Aber hast du irgendwas, womit du Victor Hobbs nimmst? Ja, ich könnte Six-Side gehen, ne? Aber dann sind wir zu Ich meine, AP-heavy. ja, wir sind. Und ich Also, wenn spiele du auch die. keinen. Wir brauchen AD-Damage. Sollte auch die Seraphine spielen. Ich glaube, ich habe die einfach Alice nicht da extra Bann. dazu. Ja. Ja, aber komplett Hotline-Pool rausnehmen, oder? Ja. Einfach Warte weil. mal, ist das denn gut für uns? Wie ist Ja, denn mit wir könnten auch Senna? Senna Weiß ich wegnehmen. nicht. Ich würde Ja, ich Senna glaube wegnehmen, Senna. Bammer Senna. Ja. Danach vielleicht Morgana oder so, weil Alice Kann halt nicht auch mehr sein, das dass die. Beste Also ist. eine gute Rotation wäre jetzt hier Samira Alistar, aber ich glaube, die können das nicht. Also wenn Der die eins von den ADC. beiden blinden, dann wir haben ja, wenn die hier Alistar so picken, wir auch noch den Morgana Botlane Engel hier. Jetzt Können als auch noch Morgana Messiah Caitlyn hier einfach spielen. Ja, die werden Kopf ab safe vor AD Carry nächsten. blinden. Können wir uns ein bisschen kurz davon lösen, so einzelne Picks, sondern lass mal gucken, was die Compo-Wise noch brauchen. Ne? Die haben jetzt Control Mage, Engage auf Lee Sin ein Stück weit, aber die brauchen schon noch einen Engage-Champ, right? Ja, schon gut, Ja. ja. Die werden Nautilus picken wahrscheinlich, wenn der offen ist, oder? Aber Nautilus hat halt Zero Games drauf, ne? wenn wir Nautilus bannen, werden die halt Alistar gehen, right? Ja, die werden Ja. Alistar Ja. prion Was vor wenn wir Nautilus. Alistar bannen und die Ich würde Nautilus? sagen, wir Was ist, wenn bannen die Caitlyn Alistar, wenn die Morgana gehen Nautilus. hier?
Ja, das ist Bamba Alistar, wenn die Nautilus gehen, gehen wir Kaelin Morgana. Und was ist, wenn die jetzt Morgana gehen? Dann gehen wir Karma. Gehen wir sowas wie Karma oder sowas. Ja, ja, das ist fein. Okay. Morgana ist kein guter Blind. Gut, cool, da halt sehr heavy AP, by the way. Wenn wir Karma oder so. Ja, wenn ich hier eine AD-Carry pick, ist komplett fein, glaube ich. Obwohl, die Bär macht halt Braum. Braum Blind ist doch ein extremer Bard, Engel, ne? Ah, aber Bard haben wir halt auch gar keine Practice drauf. Ja, Bard kriege ich immer durch. Ja, du ja, aber es ist halt Teamwise schon ein sehr anderes Gameplay, finde ich. Aber andererseits, du spielst schon so viel Weakside die ganze Zeit. Das ist nicht Bard-Practice, weißt du? Ja. Wenn, wahrscheinlich Xayah oder so auf ADC gehen, aber den Komfort. Ja. Also guck, dass du irgendwie ein gutes Match gegen Xayah kriegst. Also wir können auch Rakan zum Beispiel nochmal gehen. Auch nicht so bad. Nicht so gut gegen Urgot. Ja, euer Call. Ich kann auch eine Lulu reinballern. Ist auch nicht so schlecht gegen Braum. Oder kannst du das callen? Ich würde hier... Also ich überlege es mal. Ich spiele Kaiser, okay, glaube ich. Also irgendeiner Rakan ist schon nice mit Volibear so, weil wenn ich der Einzige bin. Aber sonst kannst du halt auch sehr gut Bard gehen, ne? Bard gegen Silian ist super huge gegen Braum, oh Gott, ne? Und ich glaube, Silian ist actually geil. Ich glaube, Silian ist actually richtig gut. Silian bricht den Draft. Bard oder Silian, schnell. Silian. Das ist ja der Draftbrecher hier wieder. Ja, ich glaube auch. Let's go. Der Ankle-Breaker. Die Urgot-Mechanik kennst du, wie es abläuft, ne? Und jetzt Tristana picken mit Botlane halt ziemlich hart, aber es ist okay, glaube ich. Ja, das ist bad. Das halt gut Lane gegen Seraphine, so. Ich weiß nicht, wie viel Backline. Okay. Ja, wobei, so schlecht ist gar nicht. So ja, viel Range. Später, aber Lane ist gut für uns. Ich hab Perma Prior Top Lane. Mid Lane weiß ich leider nicht genau. Ich würde lieber Exhaust gehen, Sola. Mitte wirst du Safe Prior haben, Dwayne. Pre-Upgrade. Ja, ja, Pre-Upgrade auf jeden Fall, sorry. Bottle Lane wäre auch Perma Prior. Ich müsste, ja. Wenn ich dich behind falle, glaube ich, dass ich auch nach Upgrade wie einfach beide Waves deleten oder ja, dass was passiert. Okay, Leute. Aber wir werden, ich werde für Topside spielen. Okay. Dass Ryze die Lane spielen kann und abusen kann. Ja, die haben halt, also die haben halt null Engage, ne? Die brauchen die Sin-Kick oder, also die haben halt basically wirklich gar kein Engage. Wir dürfen nur nicht auf die rauflaufen müssen. Wenn wir zuerst auf Objective sind, ist unplayable für die. Ich meine, der Lee kann halt schon immer für ein Play schauen, ne? Also, ja, aber das ist ja ein einziger Engage, so Play of Lee. Ja. Der gewinnt 2v2 Top, by the way. Mhm. Wenn wir den gleichen fokussen. Call immer Target. Ich versuche es auch zu callen. Ja, glaub, wenn du EW easy, machst, dann. Wo die Stun ausgibt, ne? Ich will gerade noch mein Energy. Der zweite. Wie funktioniert die Mechanik mit Urgot Ult, Zillion Ult? Kannst du Zillion Ulten, während er eingezogen wird oder erst schon davor musst du? Ich muss vorher. Okay. Der ist nicht mehr targetable dann. Gut. Wichtig, dass wir das davor haben. Also ich werde auf Shivejas gehen und du kannst dann da richtig reinsprinten nachher. Ja. Also es ist wichtig, dass du fett wirst am besten. Wenn du tanky bist und da einfach rauflaufen kannst, dann ist schon die halbe Miete, glaube ich, für uns. Ja, Ding ist, aber nicht, Braumschild blockt Seraphine Ult komplett, oder? Yes. Ja. Okay. Also das ist unser Follow-up ist halt auf dem Woody Engage. Also wenn es das erste ist, was es blockt, ne? Du kannst theoretisch eine E in das Schild ballern und dann ulten. Okay. Blockt aber immer noch, oder nicht? Nö. Nee, er blockt nicht den CC, nur den Damage. Aber halt scheiße, weil du ja normalerweise Ult E spielen willst. Aber ja, ich werde das schon hinkriegen. Ja, Draft sieht gut aus. Ja. Ich glaube, Braum E ist, glaube ich, der cool. Wenn Braum E down ist, können die keine Fights gewinnen. Das Ding ist, für mich wird es halt später super schwer, gute Ults zu treffen, weil ich halt keine Melees vor mir habe. Ne? Ja. Also es wird, ich werde ähnlich wie Ori spielen, quasi einfach super lang Ult halten. Ja. Ich glaube, ja, Scale glaub, halt sogar, weil Aphasilien super, super krass Scale. Ja, und wir haben doch auch Zillion, Ryze, Seraphine. Wir haben Winning Sideline. Gewinnst du gegen Victor und gegen Ogre Side? Ja, kommt darauf an, wie fett der Victor ist. Yes. Also so drei Items beide so? Es kommt auch an, wer besser spielt. Also du, klasse. Also ich. Ich glaube, das Problem ist, dass du nicht für Victor Item hast. Wir brauchen hier eine Ward. Jo. Und Topside brauchen, mache ich das gleiche. Die können 1 mit 20 auf beiden Seiten machen. Müssen wir aufpassen. Und die gewinnen es hart auf beiden Seiten. Bot Level 1 ist insane, ja. Wie machen wir das? Ich werde hier Early Warden.
Wir brauchen hier eine Ward. Ich glaube, hier können wir einfach covern, oder? Ja, ich ward hier gleich und reset für Sweeper. Ich glaube, wenn ich hier einen Q kassiere, bin ich tot. Ich glaub, ich der hat hier reingequeued, der Lee. Aber von hier, ne? Ja, mit Q gehen die sogar ziemlich sicher dafür. Wir können es hier schon hinstellen, Blade. Wir gehen dann in den Red Buff. Ist wichtig, dass du Mitte Early Push holst dann, damit er nicht über Mitte zum Red gehen kann. Aber wenn die jetzt da stehen, dann verlieren wir, ne? Ja, wir laufen auch nicht rein. Ne? Wir haben ja extra die Ward hierfür. Wir wollen uns nur positionieren, dass wir in Time reagieren du können. Wenn du nicht invadest, startest du Bot oder Topside? Ah, müsste ich Botside starten, actually. Ja, das ist das Problem. Ja, okay, ich stehe hier und dann sehen wir, ob die hier reinlaufen oder nicht. Der Ugurt will hier Delayed Watch stellen. Aber ich will Red Buff, ich brauche Red Buff Pull, ne? Soll zu bekommen. Okay. Uns? Nice. Sehr gut. Leash? Was könnte in Lane stehen, maybe? Sieht nach einem Top-Leash aus. Kann er mit Q reinwerfen? Ja, sieht bis jetzt Top-Leash aus, aber... Ah, das war kam auch die Welt. Ja, sieht nach Bot aus, sieht nach Bot aus. Du? Könnte halt Fake ja, sein. Außer ne? Die haben jetzt halt Top-Lane invaded. Aber der ist sehr... Er kennt auch den Level 3 Lee-Gang irgendwo. Sehr awkward. Ja, wir haben Bot-Zeit gestartet. Ja. Safe, ja? Ja? Ja, ich hab unseren Blue-Buff gecheckt. Ich hatte zu viel Angst. Kann ich nicht zu hart pushen gerade? Na, Level 2 halt, ne? Er wird sich also hoch junglen und dann wird es Top-Lane-Fight geben. Sollten wir aber gewinnen. Ja. Das heißt, ich muss aber Pyro holen, ne? Ja, wäre gut. Bottle ist sehr ruhig bisher. Ja, aber wir haben Slow Push, also wir können hier machen, was wir wollen. Wir sollten auch auf jeden Fall Early Level 3 werden hier. Wird gewardet hier oben. Kriegt Midline jetzt Prime. Die Wave will crashen. Wird die nächste Wave crashen, Phil? Ja, ich werde dich kurz covern, ne? Können wir für Botside Crap maybe gehen? Ich gehe für Top Crap. Er hat Vision Plant genommen. Wir fighten, wir fighten, wir fighten. Komm. Jetzt, ich bin frei. Er ist hier. Wollte ich Krabbe nehmen? Na, die fließen ja nicht. Ah, das ist genau. Hast du noch irgendwas? Ne, gar nichts. Nice. Nice, sehr schön. Er hat mal Botzeit Krabbe bekommen. Er hat Crux noch ab. Und den Crap ist unser. Ich reset hier, wenn's fein ist. Ja. Good job. Wo wird der Lee jetzt nach Reset kommen? Aus Base, Botside. I mean, er hat noch Trucks ab, aber ja. Er wird Botside gehen hier. Ah, ne, nevermind, die haben die Push mehr gut. Sehr gut für uns. Ich werde Mitte nicht TP'en, sondern. Bin ja Reset. Ich werde dann nochmal TP'en. Wenn der Lee sich hier noch top zeigt, dann komme ich, aber er sollte Botside sein. Ich zieh durch. Ich bin fein. Ich kann halt auch jedes Mal einen Reset forcen, wenn ich will. Victor ist jetzt Mist, aber der sollte basen. Wir haben Bot gerade einen Free Reset, aber die müssen die nächste Wave noch pushen. Kannst du. Ah, sie sind halt kein Mana mehr, wa? Passt, ich kann. Wir können hier ganken. Die müssen die nächste Wave noch hart pushen. Ja, wir können gucken. Sollte noch Brawn wahrscheinlich sein. Der Lee ist aus der Base Bot. Ja, nee, lass nicht machen. Die Wave ist zu big. Der Lee müsste jetzt am Grom sein und die jetzt. Ah, der ist schon. Der ist Wolf jetzt. Okay. Na, ist fein. Vielleicht können wir hier nochmal Backpot canceln oder so mit mir. Ich stehe auch auf der. Ich lauf. Könnt auch. Lead top. Ich lauf Bot rein. Der hat nur Crux gemacht. Ich lauf Bot rein. Ja, ich hab ihn exhausted. Der hat keine E. Ich komm auch. Ich werde aber Flash ab. Victor TP. Weg, oder? Ja. Victor TP. Ja. Ich bin auch da. Hat der noch Braum? Der hat noch Flash. Ja. Können die Wave freezen? Ja. Ja, das rausgehen hier ist gut für uns. Na, ich muss nochmal Base. Kann wir blocken? Ja, sorry.
Ja, die Botlane hat keinen Reset hier. Und ja, Midlane Wave bounce zu uns, oder? Ja, ja, ist fein. Ich werde da, kann auch TP'en. Ich bin noch nicht TP'd. Victor hat TP'd, Red. Ja. Yes. Ja. Kannst du... Ja, er geht hier lang wahrscheinlich. Ich drauf. Ist er da recallen? Ja, 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 ja. Dann move ich auch dahin. Moving. Nice, good job. Ja, nice. Warum könnte das Flash da kommen? Okay. Er ist super huge, der verliert Mitte dadurch ja auch nochmal. Wir können hier die nächste Wave crashen, der Ezreal war immer noch nicht Base. Der Lee Sin könnte in meiner Topside sein, ne? Es ist hard to tell actually, wo der ist. Der kann überall auf der Map sein. Also Botlane ist Desaster für die Gegner. Ich geh Topcrap holen. Ja. Go on my way. Ja, ich hole Prior. Ich bin Level 6. Wir können auf jeden Fall alles fighten, wo ich bin. Yes, agree. Ich glaube fast, wir sollten stayen, oder? Wenn wir die nicht basen, dann sind die Trainer. Ja, können wir machen. Und der hat wenig Mana, das ist mega gut. Wird der Top noch eine Wave stayen? Die sind es top, right? Wahrscheinlich nicht. Top, ja, die sind top. Oh shit, die reicht schon meine Q. Was? Ah, ist der Top noch. Ist gut. Der wird gleich wieder auf Line, der wird tippen. Das ist sehr low inzwischen. Ich werde hier mal reinlaufen. Das ist der Endo, also wird TP'd, ne? Wenn wir nicht aufpassen. Ja, da fehlt der Top super viel. Das sollte ich mal, können wir das nochmal abpushen? Ja, ich kann learn, ich kann das so machen. Wenn er auf Lane TP'd, bin ich am Start. Ich gehe, aber ich zieh den durch hier, wenn er nicht TP'd. Okay. Die sind in Spotside for sure. Robert hat der Pferd was jetzt bekommen. Da muss ich aufpassen. Braucht man das Move, gell? Ich hab Midlane absolut Perma-Prior. Botlane kann jetzt hier Spaß haben, sehr weit. Ja, weil die laufen jetzt erst los, right? Wie ist Bot? Die ist im Bot. Oh, bin safe, I guess. Könnte Flash haben, ne? Ja, ja, der kickt mich. Ja, der. Ja, ist okay. Hat Flash raus. Und bei mir? Können die werden für Drake gehen. Droppen oder contesten? Ja, geben wir. Victor ist 400 HP, also der kann nicht move. Ja, die haben Top TP Advantage. Kann er TP? Ja, aber der kann nicht TP. Nee, nee, nee. Ich werde Bot. Ja, dann move rein aus Mitte. Aber wir sind halt kaum Mitte. Also, ich weiß nicht. Er wird das freezen wollen. Aber dann fehlt er auch bei Drake. Ich ja, move ja zum Drake. Ich hol mir hier 6 auf der Wave noch. Aber genug für eine Ult. Okay, ist nicht drauf. Ich kann dir Level 6 geben, Phil. Ja, okay. Ich mache anyways Crux. Ja, ich wurde mit halt jetzt gefreezed, aber ich resette einfach trotzdem, I guess. Oh, der freest nicht. Ich pink try. Und Lemmy pusht zu uns. Oh, ich will für Botcrap hier spielen. Okay, dann müssen wir pushen. Ich bin Bot auch da. Dann bist du 6 Kutscher? Ich bin hier, look für Braun. Okay. Ja, die sind safe. Mitte hat der Victor Cut einen Slow Push. Bin jetzt 6 nach der Wave. Erstmal clear. Ich gehe für die Krabbe. Bin 6. Ich mache ab Tor und Move Topside. Actually, können wir. Willst du für Victor schauen? Der hat kein Flash immer noch, ne? Ja, wenn du da was hast. Ja, der hat T-Vision. Was ist unser Gameplan so generell? Sind wir fein, wenn die Lanes even gehen, oder? Ich schon, wir scannen richtig nice, oder? Ja, ich auch. Ich glaube es auch. Ich bin jetzt nicht mal behind, ich bin super ahead. Dann ist ja der Game State mega gut für uns gerade, right? Yes. Ja, also... Ich würde es so stark, dass ich glaube, dass wir noch ein bisschen mehr rausholen könnten. Oh, ich werde gleich für Herald spielen. Ja, ich würde ja einmal ein Reset nehmen nach der nächsten Welt, wenn das fein ist. Brauchst du den Blue-Buff, Johnny? Ich hab Ulti. Wenn er dir viel hilft, kann ich ohne sperren. Reset wäre schon sick für mich. Ja, nimm Reset. Lee ist bei uns, Botlane? Lee Bot, okay, ich start Herald. Hat der für dich geflashkickt? Nee, ne? Doch, ja, doch, der hat kein Flash. Geh rein. Könnte immer noch da sein, ne? Also hier steht oder ja, wir kriegen Herald hier gerade for free, Geist, also. Ja, ja, schön. Ich geb dir den Blue Buff gleich, Johnny. Ja, dann spam ich hier mal ordentlich rein. Genau das.
Der steht gut. Ja. Ich guck kurz gerade noch Enemy Top. Dann hast du die Recoil jetzt Drake, ja. Na, sie sollten eigentlich Drake machen, oder? Botlane. Wir können Top Lane Play machen. Warum ist mit dem Spot, glaube ich. Ja, lass dive. Botlane freeze, Botlane freeze. Du kannst move, wenn du willst. Fein ist. Gerne. Wir diven top. Das hier. Cancel Mitte von TP, bitte. Okay. Ah, was? Einfach raus. Braum kann hier kommen, ne? Jo. Push mit, push mit. Es ist aber nicht Base. Ich werde für Victor hier gehen. Push Mitte, push Mitte. Okay, Lee bei mir. Braum ist immer noch auf dem Move. Ihr sollt, glaube ich, raus. Ich kann nicht voll unter. Jetzt einfach Herod? Nee. Ich geb dir Blue Buff. Warum ist wieder hier? Die Sin war Topside. Ja, ich hab jetzt ein 20 CS Lead fast auf dem Victor, also. Ah, ich hab 30 auf Top. War 20 nach der Welt. Wir sind die Botler, wir sind auch dabei. Kannst du hier Mitte reinpushen und wir move'n Top? 300 Kragen. Ja, ich bin halt zu spät an der Wave, ne? Wir können jetzt schon direkt. Also der. Okay. Der push halt pushen das unten. Wenn die nicht mal, wenn Leader ist, oder? Der Reset er nicht. Ich glaube auch nicht. Okay. Ich hab jetzt Prime. Ich bin ready. Aber der halt auch, ne? Also der leadet einfach die Wave. Oh, ja, die bei mir? Ja. Wir kriegen Top Lane First by Turret. Wir können auch das Cannon sterben lassen. Die bei mir, ich hab kein Ult, kein Flash mehr. Du fein, Sola? Ja, ich würde die nächste Mal noch pushen, aber ich glaube, die sind Base. Fein, ja. Die guckt immer noch nicht zu. Bot-Zeit. Die wollen einen First Drake nehmen. Wir ja, aber ja immer First Drake ist, glaube ich, sehr useless. Ja, Drake können die nicht contesten. Ich komm Mitte. Ich guck mal, TP Mitte. Botlane hat Tempo jetzt. Ich bin da. Hit. Auf. Ich bin auf Victor drauf. Nice. Guck Lee Sin. Ja. Oh, ich muss SV aufpassen. Ist da. Ich bin dead. Okay. Albert, ich hab nicht mit Braum gerechnet. Jo, happens. Okay, die gehen für Drake. Ist okay, wir dachten schon 6 Mal, dass sie den genommen haben, also. Die Sin ist gerade. Oh shit. Oh shit, my bad. Krass, dass ich nicht killen kann. Okay. Du kannst mit dem Move noch, oder? Ich glaube, ja. Ich gehe wieder Bot. Ich bin sehr, sehr stark gerade. Der Ezreal ist ziemlich weak. Ja, wir haben. Auch sehr stark. Big Rice. Der ist alleine hier, ne? Der ist alleine. Ja, schau mal. Mit hat geflasht eben. Was? Oh, what? Es will kein Flash. Es will kein Flash, ja. Ist ein Bot. Okay. Kann die Wave wieder hier halten gerade? Jo. Oh Gott, ist am Resetten. Die ist im River Care. Der ist. Ah, der hat noch keinen Mythic. Ich kann hier actually runterkommen, ne? Der könnte auch in der Lane stehen, der die. Der ja, Flash, ich, das will. Wir sind stärker, ziemlich sicher. Ich komme. Auf Ezreal drauf. Ja, kein Flash, kein E. Der Bullet ab. Nice. Okay. Haben wir noch irgendwas für den? Nee. Ja, wir können Plates holen. Plates sind gone, wir sollten. Oh, wir können einfach. Oder willst du Base? Ich glaube nicht, dass Ruffy für Turret zu gehen. Ja. Okay. Reset ich für Topside. Ich hab Kiwi Wolf jetzt in Base. Der Lee Sin ist Topside. Hast du das in deiner Topside? Nee. Ich bin insane strong jetzt. Ah, der macht gleich Krabbe. Braum kann aus Base. Ich muss da jetzt mal. Also prinzipiell kann ich auch 1v2 jetzt eigentlich ganz gut Bot spielen. Ezreal kann 1v1 nicht gegen mich lane eigentlich. Dann mach ich mal einen Schuh. Ja, look. Wollen wir das spielen? Kutscher, ja. Komm auch, ja. Wir spielen das. Nice. Der will dich kicken. Ja, der kickt mich, kein Flash. Braum, haben wir noch irgendwas? Wenn du hier hinkommst, kann ich dich speeden. Ja. Oh, ich komm nicht ran. Braum, ich komm da ran. Kick. Hit. Der Ult nice. Victor. Ja. Holt noch ab. Ja. 2 Sekunden auf Snare. Schönes Ding. Kann ich speeden? Ja, hit Turret einfach. Nicht für Palmier, bitte. Einfach Turret. Geh back top. Ja. Das ist down, das Camp. What? Backe Reaction Pius. Ja.
Okay. Urgot hier. Flash Lee Sin. Urgot hat auch Stridebreaker, ne? Der ist nicht der Zweikill, der stark. Ich hardpush einfach die Wavebot hier. Natürlich. Buff of Flowing Water ist hier so Omega broken. Ich werde euch hier fast so ins Unendliche boosten. Ich werde jetzt auf Kurs und das mit Phil rumrennen, denke ich. Ja. Ist der Baum alleine? Ja. Nee, ja. Nee. Ja, gerade noch. So. Ja, aber für 3 Sekunden oder so. Ja, müssen wir nicht forcen. Wir kriegen den auch einfach nicht schnell genug. Ich bin sehr fett gerade. 30 Sekunden Herald. Ja, lass dafür spielen. Auf jeden Fall für Herald spielen. Wir haben 20 Sekunden heute. Ich push die Botwave und dann würde ich zur Mitte shiften. Ja. Ich will noch schnell einen Reset reinhauen. Ich hab noch Zeit. Guck mal hier. Der Victor steht die ganze Zeit so. You know what? Ja, ich Mitte hier. Da ist auch einer. Die Sin kann hier unten gerade sein, gell? Ja. Ich lauf durch. Blue Buff. Ja, dann so, dann nimm mal die Wave. Der ist hier. Ne, quatsch schon nicht. Einer muss Bot wieder. Ja, ich kann gleich Botlane gehen. Es ist sehr weak. Einer muss top auf. Ich starte Herald. Bisschen weirdes Land Assignment, ne? Ich kann auch Botlane, ja, das, ich dachte nur, dass sie die Überzeitsituation haben, aber. Victor geht jetzt Base. Die gehen alle Base, die droppen den, ja. Okay, danach spielen wir für Drake instant. Wir sind viel, viel stärker, also wir werden die Fights forcen. Ich renne einfach rauf und ihr hittet das Target, was ich stun. Ich hol nochmal neue Wards für den Drake. Warum ist es doch nicht besser? Im Top auch meinen Recall. Dann Mitte. Ich werfe jetzt eine Wave Mitte Pro. Die könnten jetzt auf dir im Play versuchen, ja? Ich glaube, ich habe zum Drake, ich kann dir nichts kaufen. Wir haben Herald für Mitte, wenn wir. Es wird jetzt Triforce wahrscheinlich. Können eine schöne Gabel machen. Urgot wird für ein TP gucken. Ja, ist wichtig mit unserer Kommt, dass wir Targets bekommen. Wenn der hier Mitte steht, kann ich den noch legit umrennen. Ein Sunroad. Ich werde hier Herald einfach. Oh, wir kriegen den Turm. Der Urgot ist nicht mehr oben. Wir sollten hier noch nicht reinlaufen gerade. Du kannst mir auch Speed abgeben, wenn nicht. Oh. Dann kann ich in EW. Ich kann auch für Midlane gehen. Ja, pusht einfach die nächste Wave Mitte, ja. Ah, der ist gone, ne? Ja, ist gone. Oh, look bei mir. Ich hab hier Braum. Ich hab da Urgot. Nee, wir sollten nicht. Nee, ist nicht. Wir sollten nicht in den Chokes fighten. Ja, move zum Drake. Ja, wir haben keine Seraphine und wir müssen gucken. Schön. Ich komm guck mal rein. Keine Victor heute auch. Okay, Victor. Ja, Victor. Ja, ich hab Victor. Nice. Unten fighten. Oh Gott. Ich jump rein. Wir können richtig heimgehen. Nice. Weiter. Ja. Ich hab Raum. Ich krieg den Ezreal da. Ezreal? Ezreal, ja. Der wird flashen. Nice. One. Ich geh Drake, ihr könnt Mitte pushen. Soda, Solo, Mitte. Lee ist noch ab, Soda. Und der hat auch noch Kick, glaube ich. Nee, kein Kick. Okay. Ich erwarte dich mal. Raum noch Flash? Der kann hier noch stehen, ich hab keinen Sweeper, keinen Smite. Ezreal auch noch Flash, Leute. Denk Quad mal rein. Ja. Na, ich bin Omega fett jetzt. Dann gehst du Botlane, Johnny? Wir fixen. Wie machen wir jetzt Lane Ascendant, ne? Also... Ja, du. Ich glaube, ich sollte Mitte gehen und wir wollen über die Mitte Prior dann in deine Wave rein, Johnny. Ich glaube, also du kannst da richtig reinballern, wenn du Bescheid sagst. Ja, wir können Nash spielen einfach. Ich kann's halt. Ja, ich glaube auch gut hier. Also ich path einmal hoch. Machen ja nur Wolf Camp. Ich habe halt in 150 ein Item. Ich würde Red Path Mitte Wave nehmen und dann würde ich nochmal resetten. Okay, ach, scheiße, ne, ich nehme mal die Gromp. Ja. Danach gehe ich Bot, Johnny, du gehst top. Ich kann auch auf der Map bleiben, wenn wir gerade die Prior für irgendwas brauchen. Na, nimm weg. Und danach spielen wir für Nash. Ich hab jetzt zwei Items, ich bin super, super stark. Ja, same. Ja, du bist. Ich hab Stuff für dich, du bist Gott. Ja. Darf es für mich auch. Zählt das eigentlich zu meinem W-Wolf? Nee, wa? Nein. Das wäre ein bisschen unbalanced. Ich gehe gleich für Top Crap. Wir spielen Nash, damit die zu uns kommen und wir turnen dann, indem ich raufrenne. So. Jo. Ich hab 30, aber genauso spielen wir das, ne? Wir warten, bis irgendeiner der Carries einen Millimeter out of position ist und dann irgendein Point-and-Click-CC plus One-Shot. Raum wird hier Warden gehen. Victor kein Flash, also wir können auch auf den drauf flashen. Wenn wir ja, look. Noch keiner mit. Ugarte drüber. Okay, ich hab noch keine Prior und Victor kann auch holt. Langsam. Ja. Ah, die dürfen das so nicht. Die wollen für mich gehen. Okay, Moment. Wir müssen aufpassen, Phil. Ja, wir müssen da raus.
Ich ult weg. Ich bin halt Zeitlein gegen Viktor, der müsst nicht. Reicht das? Ja, ich bin fein. Oh! Oh, crazy. My bad. Das könnte ihr Nash gehen, wenn ihr Nash tryen. Ja. Die haben keine Urgott-Ult, also ihr könnt die auf jeden Fall abhalten davon. Ich glaube, wir können das halten. Ja, safe. Will die Krabbe machen? Nice. Hast du TP? Ja, ich muss aber erst beißen. Er spielt das ganz langsam, ihr habt super viel Zeit. Traumschild ist raus. Ich treffe da gleich mit 10 Ult. Ich hab immer noch Ulti. Ich bin gleich da. Ja, der ist. Kannst du Speed haben? Ja, warte sofort. Kommt. Hast du noch was schon? Ja. Ich bleib einfach bei Pius, der räumt auf. Nice, wir nashen hier. Ja. Kriegt ihr Urgott noch? Ah, what the fuck. Junge! Gunesh, oder? Gunesh? Ja, ich bin gleich beim Nash. Komm rein. Nice, okay, hit Nash. Ich würde da noch mehr chillen in den Fights. Ja, ich glaube auch. Drei Gegner ab, lass darüber reden, wie wir es spielen. Kein Lee, kein Smite. Ja, die können nicht. Die haben keine Ezreal Ult, nichts. Ist der Reset danach? Oh. Ich brauche kein Reset. Reset, wo gehen wir hin? Okay, wir spielen jetzt ein 1-4 mit Rise of Sidelane. Und wenn die Mitte engagen, spielen wir das so, dass wir rausgehen. Ne? Wir nehmen nicht den Fight, sondern gehen einfach langsam raus. Die haben ja halt kein Engage, also wir können ganz entspanntes machen. Jo. Ich hab mit 10 geholt. Ja, Pius, ich glaube, du musst Bot. Ja, glaubst du, nicht wegen Drake. Das wird Botlane Vision aufbauen, pressuren. Ja. Aber wir sollten halt. Weiß nicht. Okay, jetzt ist eh whatever. Scheiß drauf. Wir können Topside auch einfach den Nash komplett ausspielen. Ja, ich glaube, der Drake ist gerade. Aber kehr hier vor, wenn da die steht. Ja. Mitte und Top muss gesynkt werden, ne? Darauf müsst ihr achten. Ich kann ja hart reinpushen, wenn ihr wollt. Oh, das war bitte Raptors erstmal nehmen, oder wollt ihr die? Ja. Ich glaube, wir sollten keinen Cannon in droppen. Hier, die dürfen hier die Vision nicht clean, Guys. Da kommt. Ja, Hitli. Okay, ist fine. Die haben keinen Dray, Tower. Ich kann nicht. Let's go. Ich brauche Ult auf mir. Hast du? Okay, get out. Get out. Ich hab noch so Trail, das für dich. Ja. Oh. Listen. Exhausted. Nice. Ich hab ein Backline hier. Komm, mach mal weiter. Ich überlebe. Ja, wir können weitermachen. Ging Top auch gerade hier, ne? Ja. Keine Urgeduld, keine Urgeduld. Fertig, wieder hoch. Nice. Ja. Keep pressure jetzt. Okay, wir kriegen gleich Inhib. Krieg ich das? Ich glaube, ich bin schnell genug für Red Buff. Nee. Das ist gar nicht abgeschaltet. Top. Victor? Ah, ich komm nicht raus. Victor? Ja, Victor. Wir sollten den Red Buff nicht nehmen, oder? Nee. Ah, das. Oh Gott, Braum ist so krass. Get out, reset. Reckon 20. Können wir überhaupt contesten? Ah. Oh. Wir haben kein TP. Nö. Was haben die gerade geused für Ults? Wir haben nix go. Auf Top nix. Okay. Mal einfach eine Q auf mich drauf. Ah, der hat geflasht halt. Der Baum. Ja, sollten wir contesten. Wir sollten nicht contesten. Okay. Also ich glaube, Zeitlevel wird schwer für mich, wenn halt Braum und Urgott, die können mich halt runterrennen. Ich glaube, wir gewinnen hier in Teamfight. Ich bin ja, so ich glaube auch. Ich glaube, wir teamfighten einfach. Wie gesagt, wir haben immer Speed-Up mit Phil, dass wir irgendwas hart forcen können. Ja. Können wir Mittelfeuer holen? Ich habe auch in 30 Sekunden wieder Ulti ab, also wir können einfach eine Minion-Wave irgendwo auf Sideline ulten und dann... Bellwaff läuft jetzt aus, ne? Ist noch ein Wort? Ja, wenn wir gegroupt sind, können wir auch diese Tower-Dives mit mir spielen. Kann ich solche Botlane holen, oder? Ja. Lass mir mal Grump, bitte. Yes. Ich hab wieder Ult. Wir spielen hier für Bot T2 dann. Ihre Vierer Bot. Denk dran, nicht zu deep rein zu chasen, ne? Unsere Win Condition ist nicht zu deep rein chasen. Ja, wenn die den Turm defen werden, können wir diven. Easy. Turm ist free. Okay, nice. 300 Gold für Lord Dominix.
Wohin wollt ihr? Wir sollten aber den Jungle die ganze Zeit. Ja, Enemy Jungle. Oh, guck mal, Mitte. Ah, wenn wir zusammen sind, können wir das hier machen. Ich glaube, der Red ist ab, oder? Ja, die haben wir. Ah, ja. Doch. Ja, Red ist ab. Ich bin Solo-Bot jetzt. Ja. Wir sollten ja. Ich habe eine Midwave, dann habe ich Lord Dominix, dann würde ich nochmal basen. Ja. Ich weiß nicht, wir haben so gute Vision mit Bot. Wir können auch stayen, ja. Hey, aber was kriegen wir gerade? Ja, jetzt können wir. Nee. Okay. Holt euch eure Resets. Und 1,5 Minuten auf Baron wieder. Aber noch nichts. Ja, wir werden Topside irgendwie spielen wahrscheinlich. Kannst du nicht Sideline gegen Urgot? Ich kann Sideline gegen Urgot, aber nicht gegen Urgot brauchen. Was ist, wenn ich einfach dich Shadow? Wir können ihn auch one-shotten, oder? Ja, ich bin fein, ich kann einfach selbst spielen. Ja, aber ist doch ein Free Kill, oder nicht? Also wenn du W drückst, ist ja. Ja, dann haben wir keinen Nash Pressure. Aber die können ja, aber wenn ihr. TP, also die können auch nicht nashen so. Du kannst da 2 TP, dann ist 4 gegen 4, die können nicht. Kannst du mich gerne shadowen? Kein Problem. Wir können auch einfach mit Johnny shadowen und dann beide zum Nash tippen. Ja, ich glaube, bei dir haben wir mehr Kill Pressure. Ja, Google ist gerade noch top. Es ging darum, dass ich Shadow statt dir, aber ist fein. Ah, okay. Ich kann auch auf jemanden draufflashen. Ja, aber die wollen hier. Ja? Maybe? Das ist gut. Komm. Ich hab TP. Google ist noch nicht da. Ja, lass einfach mit dem Press mal wiederholen. Ja. Warte, ah, okay. Ich bin da. Die gehen Bot rein. Kein Kick. Der Slot. Ich komm von der Seite, wenn ihr noch irgendwas habt. Ich hab noch Ult ab. Die haben geheilt. Ne, die haben geheilt und sind low. Wollen wir jetzt in Nash reinmoven oder wollen wir da pushen? Wir haben 35 auf Nash. Ja. Okay, wir können. Ja. Einfach Camps nehmen, I guess. Braumult ist nicht ready, wenn Nash ist. Ja, wir müssen jetzt hier. Wir brauchen hier Topside Vision. Ja, dass sie dich jetzt potenziell. Wir starten den Dre, den Nash und turn das. Ja. Aber denk dran, wir wollen mit unserer Comp nicht. Also instant Backline dive, so. Das ist nicht so einfach. Ich hab T-Upgrade ab. Ich TP für Tempo. Aber ich hol mir das. Hier, ne, das dürfen die nicht. Die dürfen nicht weiter, wir fighten die hier. Okay, ich zieh hier rein. Ja. Aber nicht weiter chasen als mit Braum. Ja. Hinter dir? Ja, nice. TP ist raus, Victor holt es raus. Oh, wir brauchen Ryze. Ich bin fein. Ich hab Ezreal. Ich auch. Nicht zu deep. Ich hab noch Ulti. Oh. Urgot holt raus. Oh. Wenn ihr noch was habt, ich würde hier gerne. Wir haben Seraphine Heals, ne? Also wir können das spielen hier. Ich hab noch Ult, ich würde sagen, ich bin gegen hier. Ich hab jetzt Shrek. Ja, go Nash. Kannst du nicht aus meinem W raus rein? Ja, ich muss auch da zu deinem W kommen. Nee, nicht du. Also, aber ich auch eigentlich. Wir sollten das nicht flippen, oder? Nein. Wir müssen das turnen irgendwie. Ja, lass mal stoppen. Stopp. Können wir hier rüber? Warte, 2 Sekunden. Ich glaube, es ist kein Fight für uns. Das ist Mitte. Wir können das einfach weitermachen, bis Jack up ist. Wir haben Seraphine. Maybe ich kann die hier into Nash reinmoven. Cleared Nash Vision, wir moven wieder rein, bis Jack up ist. Jo, ist good call. Ja, lass es machen. Ja, wir haben Seraphine einfach permanent. Nimmst du die Pflanze? Ja. Oh. Du got kein Flash. Ja, Johnny ist zu low hier, oder? Geht wieder raus. Wir stoppen jetzt gleich wieder. Oh, das ist auch ein Fight, den wir nehmen können, oder nicht? Ja. Super low. Ja, look at this. Oh. Hast Ult? Nice, ich werde eingezogen, maybe gleich. Oh. Nein, nicht Ulti nehmen. Ausgelaufen, Mann. Die werden, wenn die Nash gehen, hier? Wir können die nicht, ne? Ich glaube nicht, dass sie das dürfen, oder? Können wir top für Inip dann gehen? Wir können auch wieder nashen, so. Ihr könnt nashen, ja. Haben wir noch ein Pink Ward? Ja. Ja. Weiß nicht, ne? Die haben halt einen Jungler wie nicht. Ich geh ja. Ich kann das halt nicht wirklich tanken, ne? Ich hab Ult, ne? Wir sollten das, glaube ich. Ich kann euch speeden, Pius. Ja. Ich mein, gerade machen die gar nichts, das ist ja gut für uns. Ja, Lee Sin. Ja. Nice. Wir können weiterspielen. Ja. Geht wieder zu Nash. Ja, wir gehen Drake. Ist ja immer noch ein Flip, ohne Jungler ist immer noch ein Flip. Wir gehen Drake. Mitte noch. Ich hab Ult wieder ab jetzt, also wir können jetzt richtig fighten. Ist viel Drag. Jo, nice. Wir können auch noch nashen, Lee ist noch dead. Wir sollten nashen. Ja. Ja. Ich muss schon zum nashen. Geht schon mal zum nashen. Ja, I like. Ich hol dich eh ab wegen weh. Ulti in 6. Wir haben Ryze Ult, der ultet dahin noch, ne? Nee, das lohnt sich nicht. Die ist jetzt erst ab. Hm. Ist genauso schnell. Okay, go. Geht doch nicht die Wards, ne? Ja,
Silvian kann hier noch warden. Ich hab kein Wort mehr. Okay, Ezreal ult. Nice. Okay. Wir spielen Rice Tight Lane 1-4. Auf Bot-Side. Ich bin jetzt auch wieder. Ich kann auch wieder einfach. Strong, Alter. Wir spielen einfach Nash. Wir spielen einfach die Waves aus. Ja. Die werden auf, ziemlich sicher auf Rice oder sie auf ihn kollapsen. Also ja, ich glaube, wir sollten aber 4-1. Ich sollte Mitte gehen, dass ich zu euch ulten kann oder dass ihr zu mir moven könnt. Okay. Also wir ja. sind Mitte und warden Bot-Side, dass die nicht einfach hier lang gehen können. Und dann bist du auch safe. Also die dritte Wave ist prepared. Ah, Rice Bot. Hier ja, brauchen wir. Careful Trap, ne? Careful Trap irgendwo. Ja. Wir haben die Slowpush für uns, das ist eigentlich ganz gut. Mitte Wave, Guys? Mitte Wave oder nicht? Ja, probiert es mit Bot zu sinken, ne? Ist wichtig. Also Botlane Hard Push, I guess. Ja. Ah, ich kann halt. Die können halt mit im Botlane Push stehen. Kutscher? Ja, die können jetzt irgendwo trappen, ne? Okay. Ja, wir haben hier überall Vision. Ah, wir, die könnten hier überall jemand hier stehen, oder dass wir es wissen. Ja, da kommt Orgat. Ja. Solo ist Solo. Ich sollte nicht derjenige sein, okay, der mit nice. Ja, wieder Mitte, einfach Baron Buff draufhalten. Lass mich das machen, geh du mal eher im Jungle. Das, das ist illegal, ich guck für den, Ja. Okay. Das hat er sehr alleine. Wir haben keine Wave mehr hier. Nächste Wave. Wir haben zwei Cannons hier. Ja, pusht ihr Mitte einfach. Wir deffen die Cannons. Das super Deaths, oder ne? Die müssen. Wir haben gleich einen Turret. Gehen rein hier, Braumult raus. Ist fein, ist fein. Ja. Oh, ja, ich bin Bot. Ja. Keine Braumult. Ja. Die moven alle Bot. Ja, wir sind fein. Ich bin da, ich bin da. Nee, wir bleiben Mitte. Bleibt ihr Mitte. Wir sind fein auf Side. Wir dürfen das keine Minion hier nicht droppen. Das muss immer auf Range stehen. Mhm. Oh, wir haben Bot hier. Weil ich komme mal zu Seraphine. Ich brauche Heals. Drei Nips sind jetzt offen, ne? Das haben wir für drei Nips stehen. Ja. Wir haben keine Power-Mult, der liegt. Die sind auf mir. Ja, okay. Die muss hier für den Kick gehen. Wir können für Bot spielen. Ich tu nur so. Okay, und jetzt Top-Lane. Den Quad clearen hier. Okay, geht ihr außen lang. Ich buff Mitte, Oh, Scheiße. Oder ist das Catch? Mit. War noch ein Ward drin, da sind Meta. Mal hier Ward. Ja. Nee. Los. All gut. Palm steht raus. Die hat keinen Kick und kein Flash. Lass Inip nehmen, wir kriegen drei Nips. Ist kein hier. Ich hab Flash auf Victor. Ich hab Wild auf alle. Tower sind disabled. Ich bin auf Urgot weiter. Urgot? Nice. Mach End. Jetzt verderben. Good job, Mann. Nice. Der Serienpick war geil, Alter. Ja, Alter, mega hat's. Game-breaking. Den nehmen wir noch. Ja. Alter, nice. Schönes Ding. Ja, super. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt auf YouTube, ne? Lasst einen Daumen hoch und die Glocke da. Adios. Danke.